Wir sind hier im Geiswald in Pratteln. Der Geiswald ist ein spezielles Gebiet in unserem Wald. Und zwar ist das ein ehemaliger Witwald. Ein Witwald ist eine alte Bewirtschaftungsform. Früher haben die Leute ihre Säue und auch die Geissen in die Wälder geschickt zum Mästen. Gemästet hat man die mit Eichelnüsse, die von den Eichen abgefallen sind. Darum hat es da hinten noch ein paar alte Eichen. Leider ist es auch bei den Bäumen so, dass die ein beschränktes Leben haben. So ist es auch bei denen hier hinten. Sie haben einen Haufen dürre Äste und die Bäume sind von der Qualität her nicht mehr so gesund. Vor 2 Jahren haben wir die dürren Äste abgeschnitten ab diesen Bäumen mit der Hoffnung, dass wir dann eigentlich das Problem gelöst haben. Weil wenn ein Ast runterfällt und jemandem auf den Kopf fällt, ist das sehr gefährlich. Darum haben wir die Bäume dann zumals geschnitten. Jetzt ist es leider so, dass wieder Äste abgefallen sind und das mal auch grüne. Und so ist es jetzt einfach zu gefährlich geworden und wir haben uns dann dazu entschieden, die Bäume, die akut krank sind, optisch beurteilt, haben wir entschieden, die abzuhauen. Die Bäume haben wir gefällt mit Seilwindenunterstützung. Wir haben eine grosse Maschine im Forstbetrieb mit einer starken Winde. Man hat das Seil mit den Leitern am Baum angemacht. Nachher zackt der Forstwart den Balkkerb raus und tut den Fellschnitt ausführen. Dann kann der Maschinist mit dem Funk die Winde bedienen und das Seil einziehen und den Baum umziehen. Das ist vor allem eine Sicherheitssache, dass man die Bäume so anbindet und mit dieser Seilwinde fällt.